Lasst uns feiern. Das ist fantastisch. Ich liebe diesen Song. Ich wünschte, diese Nacht endet nie. Das ist die allerbeste Party. Ja, ich weiß. Das ist der Hammer. Und ich tanze sogar mit Mädchen. Schaut euch diese Moves an. Mein Haar. Alex, was hast du getan? Du hast meine Frisur versaut. Ich will zur Mami. Das ist peinlich. Nein, lass mich nicht allein. Warte, ich habe eine Idee. Du und deine blöden Dance-Moves. Ich nehme die. Das wird dir gefallen. Ich leere die Dose und schneide sie in zwei. Ich habe auch immer einen Föhn dabei. Ich stecke deine Haare in die Dose und föhne da rein. Und wie lange soll das dauern? Tada, schöne fließende Locken. Wow, die bekommt nicht mal mein Stylist so hin. Ich übe an meiner Mama. Es ist schrecklich draußen. Grace, ich bin zu Hause. Ich lasse meinen Regenschirm hier. Grace, bist du da? Wo ist sie? Es ist so still. Zu still. Grace? Sie wird wohl schon im Bett sein. Ich meine, ich habe keine Angst vor Gewitter. Ich muss leise sein. Ich darf sie nicht aufwecken. Etwas stimmt nicht. Grace, bist du okay? Süße? Schau mich nicht an! Bleib weg! Ich will nur hübsch aussehen. Da hilft nur eins. Das Geschäft läuft mies. Mir ist langweilig. Ja, was willst du? Es ist schlimm. Du musst mir helfen. Ja, ja, schon klar. Das Make-up ist furchtbar, als ob sie besessen ist. Ich werde wochenlang Albträume haben. Das kommt mir bekannt vor. Du musst etwas tun. Sie verhält sich verrückt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Klingt wie Stufe 5. Ist das schlimm? Oh, oh. Jetzt klettert sie die Wände hoch. Na gut, ich schicke meinen besten Mann vorbei. Hier müsste es sein. Ich habe schon bessere Orte gesehen. Endlich bist du da. Schau sie dir an. Ich bin schön. Schön. Was soll ich denn machen? Wow, nicht so schnell, Kumpel. Rein da, mach deine Zauberei. Ja, mach mich hübsch. Sie trägt immer mehr Lippenstift auf. Gruselig. Ich habe sowas schon gesehen. Es wird nicht einfach. Du bist verwirrt. Du bist nicht du selbst. Aber ich bring das in Ordnung. Oh, er denkt, er ist ein Zauberer. Geh zurück zur Zauberschule, Nerd. Es gibt keinen Grund, gemein zu sein. Und ich fange erst an. Oh, das ist mein Abendessen. Du musst gesund und ausgewogen essen. Dafür gibt's nur eins. Wie ist der da reingekommen? Hä? Vielleicht kann ich den gebrauchen. Nee, ich brauche keine Spielereien. Ich verschwinde. Danach habe ich gesucht. Sei vorsichtig, damit wird deine Haut strahlen. Wirklich? Das ist deine Geheimwaffe? Wir müssen die Maske auftragen. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen die Maske auftragen. Die Macht der Maske entfesselt dich. Die Schönheit liegt im Inneren. Lass sie frei. Die Macht der Maske entfesselt dich. Langsam wird's unheimlich. Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Oh, das fühlt sich gut an. Irgendwie beruhigend. Du hast wunderbar weiche Hände. Das gefällt mir. Es funktioniert. Ich spüre, wie meine Haut gereinigt wird. Es ist vollbracht. Ich bin wieder ich selbst. Sorry für den Ärger. Du bist ein Wunderheiler. Danke dir. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ich werde es nie vergessen. Meine Grace ist zurück. Hey, Schatz. Ja, das war etwas peinlich. Kaum zu glauben, dass im Krankenhaus Make-up-Verbot herrscht. Oh, Alex ruft an. Hey, Grace. Ich komme dich besuchen. Oh, das ist lieb. Ich komme zum Aufmuntern vorbei. Bis gleich. Warte auf dich. Tschüss. Ich muss mich schminken. Ich bin froh, dass ich das geschmuggelt habe. Ich gehe nie ohne aus dem Haus. Ich mache schnell und keiner merkt. Was geht denn hier vor? Oh oh. Ist das Make-up? Es gibt Regeln. Hast du das Schild nicht gesehen? Tut mir leid. Sie sind genau hier. Ich hasse Make-up. Sag's, aber spuck mich nicht an. Okay, ich hab verstanden. Gut, und das nehme ich mit. Eine Schande ist das. Haha, reingelegt. Hä? Ich hab dich gewarnt. Bla, bla, bla.
Hier unten wird er mich nie entdecken. Ich habe immer ein Notfallset dabei. Erwischt! Ich hasse diesen Typen. Warum findet er mich immer? Gib mir, gib mir! Das ist so unfair! Warte, ich weiß. Das hätte ich fast vergessen. Genau, was ich brauche. Die Lösung für all meine Probleme. Ich knicke ein Ende des Stäbchens ab und das andere Ende füllt sich mit Lipstain. Einfach perfekt. Damit gehe ich über meine Lippen. Sie werden toll aussehen. Wer braucht schon Lippenstift? Oh, Alex! Hi, du siehst hübsch aus. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Ich liebe meinen Job. Oh, verschwindet! Ich bin fast fertig. Finde ich gut. Nur noch den Koffer zumachen. Zum Flughafen also, was? Schnall dich an, es geht ab. In Rekordzeit haben wir es geschafft. Achten Sie darauf, den Gurt festzuziehen. Keine Angst, Fliegen ist sehr sicher. Ich liebe diese Chips. Pass auf, wohin du das Ding hältst. Warte, hast du gerade... Oh, ekelhaft. Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Falle eines Notfalls. Panik. Im Ernst? Das war eine schlechte Idee. Ob die noch mehr von denen hat? Oh, die Lippenstiftfarbe gefällt mir. Die beste Zeit für mein Make-up. Es gibt keine Ablenkung. Ach komm schon, ich brauche eine ruhige Hand. Und oben sind wir. Moment. Ah, schon besser. Ich stelle auf Autopilot und dann entspannen. So ist das Leben. Vielleicht mache ich auch ein Nickerchen. Wie lange wird das dauern? Hier spricht der Captain. Es wird holprig. Genau das brauche ich jetzt. Ist das normal? Wow, das sieht übel aus. Keine Angst, ich bin Profi. Ich will mich hier schminken. Halt mich, so darf es nicht enden. Alle anschnallen. Das ist das schlimmste Unwetter, das ich je erlebt habe. Und nein, das werde ich auf keinen Fall aufsetzen. Ah, mein Eyeliner, alles versaut. Danke. Hä? Was geht? Fliegst du oft mit uns? Sieht aus, als ob du Probleme hast. Kleiner Tipp, tupfe mit der Bürste die Augen lang. Oh, das klingt interessant. Ich werde es versuchen. Etwa so? Ich folge einfach der Kurve meines Augenlids und mache eine Kontur. Soweit, so gut. Bereit für die Landung. Hey, mein Schatz, da bin ich. Und ich sehe gut aus. Nein, nein. Puh, das war nur ein Traum. Ich stehe wohl besser auf. Ich brauche einen starken Kaffee. Schon besser. Ich esse dann auch gleich Frühstück. Lecker. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wow. Voll peinlich. Hoffe, das hat keiner gesehen. Ich bin so müde. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Ich bin wach. Hey, hier drüben. Miau. Was? Redet die Katze mit mir? Das ist schräg. Oh ja, das ist gut. Ich will nur zurück ins Bett. Schön, dass du hier bist. Das ist für dich. Das hilft bei geschwollenen Augen. Miau. Das ist ein Traum, oder? Egal, ich versuch's mal. Du wirst es nicht bereuen. Oh, das ist mal was. Wow, was ist das? So viele Katzen. Ich fühle mich großartig. Oder sollte ich sagen, mautstastisch. Ich fühle mich so erfrischt. Und ich sehe super aus. Keine Tränensäcke mehr unter den Augen. Danke, geheimnisvolle große rosa Katze. Du siehst scharf aus, Süße.
brauche wirklich eine Maniküre. Oh, hi. Hey. Was kann ich für dich tun? Nur ein kleines Makeover. Quatsch, Mädel, wir machen's groß. Nimm Platz. Aber ich möchte nichts Kompliziertes. Vertrau mir, das wird fantastisch. Das ist anders. Du weißt sicher, was du tust? Natürlich, jetzt zu den Augenbrauen. Ich mag den natürlichen Look. Shh, ich bin Profi. Das kitzelt. Diese Farbe steht dir wirklich gut. Wow, wieder ein Kunstwerk. Schau's dir an. Was zur... Wow. Oh mein Gott, vielen Dank. Du bist ein Genie. Freust du dich auf den Matheunterricht, Gina? Vielleicht könnten wir zusammen Gleichungen lösen. Wow. Hey, du. Das ist ein guter Ort zum Lernen. Was ist los, Alex? Mandy ist so hübsch. Ich würde so gern mit ihr reden. Vielleicht kann ich dir helfen. Warte hier. Tina, was machst du da? Das darfst du nicht. Zieh deinen Pulli aus. Ich schneide etwas von meiner Strumpfhose ab. Das sollte reichen. Den Zehenbereich schneide ich weg. Willst du etwa eine Bank ausrauben? Was? Nein. Jetzt stopfen wir die Strumpfhose etwas aus. Schon besser. Das kitzelt. Gut siehst du aus. Wow. Ist das Alex? Ich fühle mich toll. Schnell, sprich mit Mandy. Also, wie hast du deine Gleichungen am liebsten? Du bist so lustig. Malen macht Spaß. Was jetzt? Ein bisschen Farbe. Das wird so cool. Hihi, ich bin eine Künstlerin. Noch ein wenig Rouge, fertig. Jetzt etwas Parfüm. Ach, das riecht so gut. Ich darf meine Lippen nicht vergessen. Oh nein, der ist alle. Ach, dann nehme ich einen anderen. Was ist hier los? Moment mal. Ich weiß, was passiert ist. Oh, oh, bleib cool. Oh, hast du mit meinem Make-up gespielt? Das ist schön. So eine schöne Farbe. Ups. Vielleicht kann ich's ganz machen. Seht mich an, ich bin erwachsen. So schön. Oh, sie ist so eine Nervensäge. Hey, Penny, Finger weg von meinem Make-up. Das war ein Unfall. Krieg dich wieder ein. Oh, ich weiß. Was? Was ist los? Ha, gib mir den Pinsel. Welchen Pinsel? Her damit. Nein, das ist meiner. Fang mich doch. Zwing mich nicht, dich zu jagen. Du kriegst mich eh nicht. Nimm das. Oh, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin weg. Oh, Süßigkeiten. Muss mein Energielevel aufrechterhalten. Oh, ich komme nicht dran. Willst du den hier? Gib mir den Pinsel. Du bist ein harter Brocken, aber der ist es mir wert. Hm, lecker. Und ich kann mein Make-up beenden. Ich habe den Pinsel in Farbe getaucht und trage ein wenig auf meine Lippen auf. Dann mach das Gleiche mit einer anderen Farbe. Ich wiederhole das auf meinen ganzen Lippen. Ich ergänze aber nur kleine Abschnitte. Das ist schön bunt. Und die letzte. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch meine Lippen aufeinander pressen. Und schon trage ich einen farbenfrohen Lippenstift. Sieht aus wie ein Regenbogen auf meinen Lippen. Und jetzt zum Augen-Make-up. Ich zeichne nur einen kleinen geflügelten Eyeliner. Sieht gut aus, was? Machen wir es noch niedlicher. Ich male mir Herzchen auf die Wangen. Jetzt zur anderen Seite. Ich denke, das war's. Was? Penny? Was machst du da? Wow! Ich weiß, ich sehe fabelhaft aus. Du bist schön. Hier hast du was Süßes. Oh, echt hübsch. Hey, Mickey. Na los, du musst dich fertig machen. Bin doch schon dabei. Ich wähle den perfekten Look aus. So sehe ich, welche Augenbrauenform zu mir passt. Die hier ist es. Ich muss sie nur noch aufmalen. Und jetzt noch etwas Lidschatten. Der gefällt mir. Das ist sowas von einfach. Ich liebe die Farbe. Zeit für den Eyeliner. Gute Wahl. Nur noch
ein bisschen. Es fehlt aber immer noch etwas Make-up. Mal sehen, wie ich meine Wangen schminke. Das wird süß aussehen. Ich muss meine Hand ruhig halten. Was noch? Ah, Lippenstift. Ich liebe diese Farbe. Den hätte ich schon früher benutzen sollen. Das war's. Okay, ich bin bereit. Und, was sagst du? Das sieht so witzig aus. Mir gefällt es. Tut mir leid. Gut, sie ist weg. Verhalte dich unauffällig. Das ist meine Chance. Wie benutzt man das? Soll das ein Witz sein? Ich will keinen Bart. So sehe ich aus wie ein Holzfäller. Wie kann ich helfen? Eine Party? Sieh nur, was wir bekommen haben. Das ist eine Kostümparty. Wie cool. Wir sollten uns besser fertig machen. Auf geht's. Eine gute Grundierung ist das A und O beim Make-up. Oh Mann, da passiert nichts. Ich sehe immer noch gleich aus. Heute ist wohl nicht mein Tag. So kann ich nicht auf die Kostümparty gehen. Diese Farben würden mir gut stehen. Tatsächlich kann man Buntstifte als Make-up benutzen. Jupp, lass sie dort einweichen. Nun ist er schön weich. Möge das Farbspiel beginnen. Die Farbe lässt sich so einfach auftragen. Nun kommt Pink. Nimm so viele Farben, wie du magst. Je bunter, umso besser. Gleich fertig. Das ist wie ein Regenbogen. Mit einem kleinen Wing am Ende. Schminke das zweite Auge genauso. Na, was sagst du? Echt cool, hab ich recht? Nun fehlt nur noch das Outfit. Das wird regenbogentastisch, Baby. Okay, ich muss mich fertig machen. Was ziehe ich heute Abend an? Ah, nichts davon würde gut aussehen. Nope, noch schlimmer. Das geht gar nicht. Ah. Hey! Oh nein, du bist ja... Flipp jetzt nicht aus. Wir werden schon etwas für dich finden. Meine Netzstrümpfe? Hä? Sei doch mal etwas kreativ. Okay. Fehlt nur noch eine Sache. Die Netzstrümpfe kreieren ein Schuppenmuster. Nimm Blautöne für deine Wangen. Und etwas Lila für deine Lippen. Nimm die Netzstrümpfe ab und genieß das Resultat. Das ist schon viel besser. Bereit für die Party? Auf jeden! Los geht's! Der Ort hier ist super cool. Wow, ich liebe ihr Make-up. Ich auch. Jeder starrt uns an. Sogar der DJ. So süß. Wir sollten uns jeden Tag so anziehen. Siehst, fühlst du dich auch gut. Daher haben wir diese Top-Beauty-Tipps für dich zusammengestellt. Was ist dein Beauty-Tipp? Schreib ihn unten in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere coole Videos wie dieses.